Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, LegoStoreFreak33 und heute wieder mit einem Tauschbörsen-Update. Ja, wie ihr seht, sind hier einige Sachen zur Tauschbörse dazugekommen. Und ja, ich habe auch komplett neue Bonds sozusagen, also neue Sachen, was ich brauche. Und zwar fange ich jetzt einfach mal mit den Sachen, die ich anzubieten habe, an. Also es sind noch alle von den bisherigen. Ach so. Moment, kleinen Moment, da fehlt noch was. Das habe ich mir nicht dazugelegt. Moment. So, jetzt passt. Also nochmal zu den Sachen, die ich jetzt anbiete. Also die sechs Figuren, die ich bis im letzten Tauschbörsen-Update, also Tauschbörsen-Update 4 angeboten habe. Die sind auch noch da. Dann habe ich anzubieten einen Shocktrooper-Helm, einen Klonpiloten-Helm, drei weiße Helme von Klonen, also drei Helme von weißen Klonen besser. Und ja, bei dem einen ist hier ein bisschen orange dran, das kann ich aber jederzeit abmachen, wenn den jemand braucht. Dann habe ich zwei Klonarme, drei Köpfe von Jar Jar Binks. Ja, halt ohne Körper, halt nur die Köpfe. Dann habe ich von den Freebies von meiner letzten Gizmo-Bestellung diese Waffe mit Schalldämpfer, diese Halo-Waffe und diese durchsichtige Waffe. Für die Sachen gibt es schon. Ja, Angebote, genauso auch wie für die sechs alten Sachen. Ja, müsst ihr dann halt auch was Gutes bieten für. Dann noch drei Stormtrooper-Helme und dann noch ein paar weiße Sachen. Also wer jetzt zum Beispiel irgendwie Customs machen will, der könnt ihr vielleicht auch brauchen. Ich brauche die jetzt gerade nicht so dringend. Und zwar ist das einmal hier so ein Torso und Beine und Arme von einem Koch. Da müsste man die Hände noch austauschen für einen Klon oder so. Dann hier so ein Astronauten-Oberkörper mit Beinen ohne Arme. So ein Kapitäns-Oberkörper mit Armen. Und so ein Krokodil-T-Shirt-Oberkörper ohne Arme und ohne Beine. Ja, das waren eigentlich schon die Sachen. Und ja, ich hoffe, ihr findet was, was ihr davon braucht. Und dann jetzt mal zu den Sachen, die ich brauche. Und zwar brauche ich einmal. Ich zeige das jetzt hier mal an diesem Beispiel. Graue Beine. Ich habe hier schon. Also ich brauche halt graue Beine. Graue Oberkörper. Ist egal, welche Bedruckung. Kann vorne und hinten, egal wie bedruckt sein. Ja, ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist dunkel oder hellgrau. Die Grundfarbe. Köpfe müssen nicht dabei sein. Am wichtigsten, weil ich jetzt auch schon einige Beine habe, sind vor allen Dingen graue Oberkörper mit grauen Arm. Die Hände sind egal, welche Farbe. Hauptsache graue Oberkörper mit grauen Armen. Ja, die brauche ich. Dann brauche ich entweder in so einer Farbe, also so dunkel beige bzw. sandfarbene Torsos oder hellbeige Torsos, also so ungefähr in der Farbe wie hier die Köpfe von Jar Jar Binks. Davon bräuchte ich Oberkörper mit Armen, also entweder in dieser Farbe oder in dieser Jar Jar Binks Farbe. Und ja, auch halt davon auch Beine. Also auch in dieser Farbe oder in der Farbe von diesem, ja, dunkelbeige. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich brauche hell- oder dunkelbeige Oberkörper, hell- oder dunkelbeige Beine und graue Oberkörper. Egal welche Bedruckung. Also bei den beigen Beinen wäre schon wichtig, dass sie keine Bedruckung haben. Aber ja, gut, das wäre es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es machen viele Angebote. Und ja, wenn einer mir ein gutes Angebot macht mit vielen Teilen, die ich auch gut gebrauchen kann, vertausche ich vielleicht auch ein oder zwei meiner weißen Klone, weil ich halt diese grauen und beigen Torsos halt auch für Customs brauche. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.